Nachdem wir uns letzte Woche angesehen haben, wie so Ziele setzen aussehen könnte und warum es wichtig ist und warum es auch wichtig ist, in gewisser Weise einen Plan dafür zu haben, geht es diese Woche um die konkreten Trainingspläne. Das heißt, ab heute könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie ein Trainingsplan aussehen könnte. Nach diesem Video könnt ihr euch die Trainingspläne auch runterladen und ihr könnt sie dann dementsprechend auch adaptieren. Aber jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ein. Insgesamt habe ich euch drei Trainingspläne mitgebracht mit einem Umfang von immer 8 Wochen. Wobei das nicht bedeutet, dass wir 8 Wochen lang trainieren, sondern es ist dabei auch eine Pausewoche quasi einkalkuliert. Die fällt einmal mehr und einmal weniger groß aus und manchmal gibt es auch eine kleine Trainingseinheit zwischendrin. Die drei Trainingspläne sind einmal ein Basic-Trainingsplan, mit dem man anfangen kann und sich auch langsam steigern kann. Und dann gibt es noch einen zweiten Trainingsplan, der ist schon etwas anspruchsvoller. Das könnte zum Beispiel ein Aufbautrainingsplan sein, wenn ihr sagt, okay, ihr habt noch länger Zeit, ihr habt vielleicht 16 Wochen Zeit, dann könnt ihr den Basic-Trainingsplan und den anspruchsvolleren Trainingsplan hintereinander anordnen. Und dann habe ich euch noch den dritten Trainingsplan, nämlich meinen eigenen, mitgebracht für die nächsten 8 Wochen. Einfach nur spaßeshalber, den kann ich euch dann mal zeigen. Und dann könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie ich so trainiere. Fangen wir gleich mit dem ersten Trainingsplan, mit dem Basic-Trainingsplan an. Wie ihr seht, zuerst 60 Minuten Zone 1. Generell bleibt bei allen Trainingsplänen immer gleich. Wir reden hier immer von den Herzfrequenzzonen. Wir reden nie von irgendeinem Tempo, nie von einer bestimmten Pace, sodass wirklich jeder diesen Umfang auch mitmachen kann, denn für den einen ist das vielleicht Gehen, für den anderen ist es vielleicht Laufen und so unterschiedlich, wie wir eben alle in unserem Fitnessstand sind, so anpassbar sollten die Trainingspläne dann auch immer sein. Und wenn wir uns jetzt die erste Woche anschauen, dann sehen wir, dass wir mit 60 Minuten Zone 1 schon mal einen relativ sportlichen Einstieg haben. Das sollte aber für uns alle möglich sein, denn diese Trainingspläne, die sollte man ja auch wirklich nur dann angehen, wenn man tatsächlich auch das Bedürfnis hat, zu einem Stichtag X in gewisser Weise eine Grundlagenfitness zu haben. Wir reden hier jetzt nicht davon, dass zu einem bestimmten Event hin trainiert wird, wo man dann eine ganz bestimmte Leistung abrufen muss, sondern das hier ist ein Plan, um eine wirklich, wirklich gute, solide Fitness zusammenzubringen, gerade was die Grundlagenausdauer und die Ausdauer eben im Allgemeinen betrifft, sodass auch wirklich unser ganzer Körper trainiert ist, aber vor allen Dingen im Fokus aufs Bergsteigen. Tag 3 haben wir Bauchmuskeln und Beinkrafttraining. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Wir haben dazwischen noch einen Tag Pause, damit wir in das Ganze auch mal so ein bisschen reinkommen. Tag 4 ist Stretching aufgeschrieben. Stretching ist eigentlich, zumindest in meinem persönlichen Trainingsplan, jeden Tag dabei, aber für die meisten Leute ist Stretching kein täglicher Bestandteil, deshalb unbedingt mal einen Tag in der Woche auf jeden Fall damit verbringen, mobilisieren und stretchen und dehnen, um wirklich die komplette Körperflexibilität auch zu erreichen, denn die können wir nachhaltig auf jeden Fall brauchen. Dann haben wir nochmal einen Tag Pause, die erste Woche beginnt sehr gemütlich und an Tag 6 sind wir dann mit 60 Minuten Zone 2 beschäftigt, wie man sehen kann und das ist dann eben auch schon ein bisschen anspruchsvoller, aber wir haben danach gleich wieder einen Tag Pause und auch an Tag 8 haben wir dann Bauchmuskelworkout, das heißt unsere Beine sind wieder mal 2 Tage lang verschont, wobei an Tag 9 natürlich dann hier schon 120 Minuten Zone 1, hier wird dann nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Also klar, diese Trainings sind schon ja, für eher eine sportlichere Zielgruppe, wenn ihr sagt, ihr seid jetzt doch ganz, ganz unsportlich und ganz, ganz unfit, könnte auch dieser Trainingsplan schon relativ grenzwertig für euch sein. Aber ihr könnt es mal probieren und einzelne Einheiten rausnehmen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist zu viel für euch. Ich möchte hier gleich nochmal sagen, das ist jetzt quasi kein Trainingsplan im Sinne einer professionellen Trainingsplanentwicklung, sondern es sind die Trainingspläne, die ich für mich selber verwendet habe und mir zusammengeschrieben habe, die für mich sehr, sehr gut funktioniert haben. Ob sie für euch genauso in diesem Ausmaß funktionieren, das weiß ich nicht, aber ich habe mit diesen Trainingsplänen oder mit dieser Art Trainingsplan angefangen, als ich relativ unfit und unsportlich war und dementsprechend muss ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es auch so ganz gut funktioniert. Generell verläuft euch auch Woche 2 wieder langsam aufbauend, das heißt, wir haben einen Berglauf dabei für alle Leute, die im Hügelland leben oder ist es natürlich eine tolle Option. Wer im kompletten Flachland ohne einen einzigen Hügel lebt und davon gibt es ja auch ein, zwei Leute in der Community, die können das Ganze dann eben mit dem Kraftausdauertraining, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht,
sozusagen substituieren oder zumindest teilweise ersetzen. Boxsteps und Kniebeuge sind da eine tolle Möglichkeit dazu und das eben in unendlichen Wiederholungen. Am Tag danach schonen wir uns nicht zu viel. Wir legen gleich mal 50 Minuten Zone 2 hinten nach, damit wir eben wirklich viel Bewegung in den Beinen haben. Und das steigert sich über die Wochen immer weiter, sodass wir langsam uns aufbauen. Aber nach Woche 3, wie man relativ gut erkennen kann, haben wir in der vierten Woche, also zwischen Tag 22 und Tag 28, nur ein einziges Workout, nämlich 30 Minuten Zone 3. Das ist relativ kurz, aber dafür prägnant. Das ist sozusagen unsere Entlastungswoche, in der wir uns quasi einmal komplett von unserem ganzen muskulären und kardiovaskulären Stress erholen können und mal einfach abschalten. Ich habe mich bewusst hier gegen die Wochentage entschieden, denn nicht jeder arbeitet 5 Tage die Woche, 2 Tage Wochenende. Manche arbeiten Schichtdienst, andere arbeiten am Wochenende und so weiter, dann in anderen Zeitabständen. Also bitte unbedingt, ihr könnt hier herumschieben, wie ihr wollt, nur die Pausen zwischen den einzelnen Einheiten sollten ungefähr eingehalten werden, damit ihr euch nicht direkt überlastet. Generell ist es so, dazu komme ich gleich bei meinem Trainingsplan nochmal, ihr solltet sehr gut auf euren Körper hören. Wenn es zu viel ist, nehmt einfach mal eine Einheit komplett raus, streicht sie raus und geht dann einfach einen Tag später mit dem ganz normalen Plan wieder weiter und schaut, wie ihr euch fühlt und macht dann gegebenenfalls nochmal einige Anpassungen. Schauen wir uns dann nochmal die Wochen danach an. Das sind dann nochmal 3 Wochen voller Training. Es steigert sich immer um ein bisschen was. Es ist nicht zu viel Steigerung drin, es sind rund 10%. Man kann es aber zwischen den Zone 3 und Zone 1 Workouts nicht vernünftig miteinander vergleichen. Denn ehrlicherweise muss man sagen, Zone 3 Workouts sind deutlich kürzer, dafür intensiver. Zone 1 deutlich länger, dafür nicht so intensiv. Das heißt, die 10%-Regel funktioniert nicht perfekt. Aber ungefähr kommen wir auf eine Steigerung von ungefähr 10%. Also in Woche 5 haben wir dann die 150 Minuten Zone 1 am ersten Tag. Das ist schon mal ein gescheiter Test, um herauszufinden, wie geht es mir eigentlich, wie bin ich jetzt schon in meiner Fitness gestiegen. Danach Pause, Bauchmuskeln und Stretching am Tag 31 und dann ziehen wir uns so weiter über die nächsten Wochen. Ganz besonders wird es dann wieder in der letzten Woche, in Woche 8, da versuchen wir nämlich mit möglichst viel Pause zu arbeiten, um eben kurz vor dem Projekt, das dann quasi am ersten Tag der Woche 9 starten würde, wirklich viel Platz zu haben für ja, alles Mögliche, also für Erholung, aber auch damit wir uns selber nochmal sammeln können. Da geht es dann viel darum, dass wir uns zusammenpacken. Da haben wir den Kopf dann nicht mehr so fürs Training und das sollten wir auch nicht haben. Wir sollten gut und lecker essen und dann geht es zum Beispiel auf die Waldwanderung oder auf die extreme Hochtour oder auf das besondere Projekt. Kommen wir jetzt zum anspruchsvollen Trainingsplan. Der anspruchsvolle Trainingsplan beginnt wieder bei Tag 1 und ihr seht schon in der ersten Woche, hier steht deutlich mehr Text. Wir starten mit 60 Minuten Zone 1, am nächsten Tag Stretching, am nächsten Tag gleich Beinkraft und Bauchmuskeln gleichzeitig trainieren, quasi ein allgemeines Krafttraining. Das kommt dann später nochmal in anderer Form, damit wir auch die Arme, die Schultern ein bisschen mehr trainieren. Dann gehen wir wieder ins Stretching über. Wir sollten mehr Fokus auf dieses ganze Stretching legen. Also auch wenn es irgendwo nicht dabei steht, mal drüber nachdenken. Ordentlich Yoga dehnen, damit wir eben flexibel bleiben. Am Tag 5 geht es gleich weiter mit 120 Minuten Zone 2 und danach gleich mal 30 Minuten Zone 4. Das ist ein ordentlicher Stresstest für die Beine, deswegen Tag 7 nix und Tag 8 dann eigentlich ein allgemeines Krafttraining, wo wir die Beine eher auslassen sollten. Tag 9 geht es dann schon wieder weiter mit 120 Minuten Zone 1. Ihr seht, wir bringen das Volumen ins Unermessliche sozusagen, um eben möglichst viel Distanz, möglichst viel Zeit mit unserem Herzen sehr aktiv zu verbringen, damit wir eben langfristig dann auch nach 8 Wochen wirklich ein großes Resultat sehen und auch wirklich fit sind. Nach einem Tag Pause kommt dann Berglauf, wie gesagt, auch schon beim Basic-Trainingsplan Berglauf oder Boxsteps, das macht eigentlich keinen Unterschied oder keinen riesigen Unterschied. Besser ist es natürlich, wenn man die Möglichkeit für Berglauf hat. 60 Minuten Zone 2, 30 Minuten Zone 3, das erwartet dich noch in der zweiten Woche. In Woche Nummer 3 ebenfalls nochmal relativ lange Einheiten. Hier konzentrieren wir uns dann echt auf die Distanz und auf die Dauer und gehen gar nicht so in die Richtung Muskelaufbau. Wir haben 120 Minuten Zone 1 und dann haben wir am nächsten Tag, Tag 17, gleich 60 Minuten Rucksacktraining. Rucksacktraining, ganz wichtig, das bedeutet, wir achten nicht auf die Herzfrequenz, wir packen uns einen schweren Rucksack und gehen mit dem einfach gehen.
Ob man jetzt selber für Zone 1 schnell gehen muss oder laufen muss, ist vollkommen egal. Wir bewegen uns quasi in der Recovery-Zone. Wir gehen ganz gemütlich, aber wir sind einfach eine längere Zeit unterwegs mit einem ordentlich schweren Rucksack. Auch zum Trainieren mit dem schweren Rucksack habe ich schon mal ein Video gemacht. Findet ihr ebenfalls oben beim i. Danach gibt es nochmal 60 Minuten Zone 2, 45 Minuten Zone 3. Ihr seht, da ist es eigentlich immer relativ gleich. In der vierten Woche haben wir jetzt hier keine Pausewoche, sondern die kommt erst in Woche 5. Da haben wir wieder Mobilisierung, Stretching ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn man hart trainiert, je härter wir trainieren, desto mehr müssen wir flexibel sein, damit unsere Muskulatur auch dementsprechend durchblutet wird und dass wir uns nichts zerren. Woche 6 und 7 schauen dafür dann nochmal ordentlich hart aus. Wir haben 60 Minuten Rucksacktraining, 120 Minuten Rucksacktraining. Wir konzentrieren uns dann wirklich auf einen schweren Rucksack. Das könnt ihr natürlich für euch anpassen. Wenn ihr sagt, ihr seid mit einem leichten Rucksack unterwegs, aber dafür sehr, sehr lange, dann solltet ihr die Rucksacktrainings ein bisschen switchen und durch lange Zone 1 oder lange Recovery-Einheiten, lange Wanderungen ersetzen. Das kommt dann immer so ein bisschen drauf an, was ihr gerade vorhabt. Und dann schauen wir uns noch die Woche 7 an, die ist etwas spezieller. Da haben wir ein kurzes Intervall, einfach mal so ein bisschen als Abwechslung, damit es nicht ganz so langweilig ist. Haben wir nochmal ein allgemeines Krafttraining, wo wir wirklich Bauch, Rücken, Schultern, Arme trainieren, um nicht zu einseitig zu werden, um dem Ganzen wieder ein bisschen Abwechslung zu liefern. Dann machen wir 2 Tage Pause, was im anspruchsvollen Trainingsplan schon relativ viel ist. Und dann haben wir ein 300 Minuten Zone 1 Workout. Das steht jetzt hier falsch im Plan, glaube ich, weil eigentlich sollte es Recovery bis Zone 1 sein. Das bedeutet, wir gehen schnell, wir müssen nicht unbedingt laufen und gerade nicht in Zone 2, 300 Minuten, das ist schon extrem. Ich würde vorschlagen, ihr geht da einfach wandern, nehmt euch einen mittelschweren Rucksack und geht einfach wandern. Da ist man eh mal 5 Stunden unterwegs. Also 5 Stunden, das ist schon eine ordentliche Zeit. Die muss man nicht unbedingt in Zone 2 oder Zone 1 verbringen. Da reicht auch die Recovery-Zone bis 140 Puls zum Beispiel. Und dann kurz vorm Projekt in der letzten Woche, Woche 8, nochmal Bauchmuskeln, Stretching und 60 Minuten Zone 1 und dann wieder 3 Tage vor eurem Projekt Pause. Wieder zu sich kommen, wieder was Gutes essen, was Leckeres essen, sich um die Planung und die Ausrüstung kümmern und sich nicht mehr mit dem Training beschäftigen. In den letzten 3 Tagen werdet ihr vor keinem Projekt der Welt noch irgendwas mit Training rausreißen. Lasst es 3 Tage vorher spätestens einfach bleiben und freut euch, dass ihr gesund seid. So, und jetzt nochmal zum Abschluss ein Trainingsplan von mir. Das ist genau der Trainingsplan, den ich aktuell verfolge. Der startet nämlich genau diese Woche. Und da sehen wir ganz klar, wir sind vollgepackt mit Workouts. Das liegt einfach daran, weil ich lange diese Basistrainingspläne und die fortgeschrittenen Trainingspläne gemacht habe, weil ich schon lange in dem Sport dabei bin. Im Winter trainiere ich persönlich nie nach Trainingsplan, weil da ist es einfach zu individuell davon abhängig, wie sind die Schneebedingungen, kann ich heute eine Skitour gehen oder nicht, kann ich da dementsprechend trainieren, wenn die Bedingungen schlecht sind, kann ich nicht vernünftig trainieren und so weiter. Da trainiere ich nicht nach Plan, sondern trainiere ich nach Gelegenheit. Ist es mal 5 Tage schön, dann gehe ich 5 Tage trainieren, ist es dann wieder eine Woche nicht so schön, dann mache ich was anderes, was ich drinnen machen kann. Grundsätzlich, ihr seht, der Trainingsplan ist unglaublich vollgepackt. Wir haben Zone 1 Workouts, Zone 2 Workouts, Krafttraining ist für mich ganz wichtig. Wir haben extrem lange Recovery-Einheiten. Recovery bedeutet wandern gehen und zwar im niedrigeren Pulsniveau. Bei mir ist das unter 140 Puls oder unter 150 Puls ungefähr. Das heißt, wirklich im niedrigen Bereich unterwegs sein und gemütlich unterwegs sein. Das kommt daher, dass für mein Projekt, das seht ihr dann in Woche 5, könnt ihr das genau sehen, da brauche ich das dann. Das ist nämlich das Ziel. Ich habe ein Schwerpunkttraining in dem Fall. Das bedeutet im Prinzip, ja, ich muss auf einen gewissen Schwerpunkt hintrainieren. Ich muss nicht klettern. Ich muss nicht besonders hoch an einem Tag steigen oder so oder für 6 Tage lang unterwegs sein, sondern das ist ein anderes Projekt. Darüber kann ich nicht viel zu viel sagen. Aber Grüße an den Hubert an dieser Stelle. Aber ihr seht, das ist ein Schwerpunkttraining, das bedeutet, ich bin viel lang unterwegs, ich bin viel im Berglauf unterwegs, ich wohne auch hier in den Bergen, für mich ist das dann ein bisschen was anderes als für die Leute im Flachland, logisch. Und nach dem Projekt habe ich 4 Tage Pause und danach geht es eigentlich schon wieder weiter fürs nächste Projekt. Insofern, für mich sind die Sommermonate immer sehr durchgeplant, Bergtouren sind immer wieder dabei, Bergtouren sind nie statt einem Training, sondern immer zusätzlich. Aber das ist eben ein Weg, der für mich über die Jahre funktioniert hat. Ich empfehle es nicht so zu trainieren, wie ich es mache. Das ist über Jahre abgestimmt worden und über Jahre so entwickelt worden, dass es funktioniert. Ich habe keinen Trainer, aber ich habe viel Versuch, Irrtum gemacht und daraus besteht Training irgendwo auch. Ich plane mal ein bisschen viel Training ein, dann probiere ich es, dann versage ich, dann wird es
zu anstrengend, dann nehme ich wieder ein paar Einheiten raus, dann merke ich, oh okay, es geht mir ein bisschen zu leicht, da könnte ich noch was drauflegen. Und so fängt man auch an, damit zu arbeiten. Und das ist auch mein Tipp an euch, übernehmt die Trainingspläne, die ich euch hier jetzt zur Verfügung stelle, nicht eins zu eins. Das sind offene Excel-Dateien, die könnt ihr einfach bearbeiten. Das bedeutet, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr merkt, oh, das ist mir zu lasch, dann fügt noch eine Einheit hinzu. Seid ihr Weitwanderer, dann fügt eine Einheit hinzu mit langen, ausgedehnten Wanderungen. Seid ihr Kletterer, dann fügt oder macht ihr schnelle Hochtouren, dann fügt ein paar Sprints hinzu, ein paar Zone 4 Workouts, ein paar Zone 3 Workouts. Das kommt dann immer darauf an, was ihr vorhabt. So pauschal kann man das nicht sagen. Dementsprechend hoffe ich, dass euch dieser Einblick in die Trainingsplanwelt gefallen hat. Ich bin gespannt, ob ihr mit einem Trainingsplan trainiert. Wenn ja, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Findet ihr die Trainingspläne, den Basic-Trainingsplan und den fortgeschrittenen Trainingsplan krass? Findet ihr ihn etwas langweilig? Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil!